So, dann wird sich jetzt mal auf die Suche nach diesen bösen Serienmörder gemacht. Verdammte Banditen! Man kann nicht mehr auf die Straße raus! Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der vierte Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Flatterer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Rede, was hast du bei ihm gefunden? Ja, wie du willst. Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Na komm, schlag zu. Hey, verdammte Scheiße, wofür war das? Für alles. Götter, arme Lieb, was ist dir passiert? Letzten Abend Monster müssen sie gejagt haben. So. Perfekte Serienmörderwetter, ne? Dunkel, es regnet. Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striegel! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Doppeltölen! Platz! Komm rein! Langsam! Sonst beißen sie! Wirklich niedlich, die Burschen. Spinnst du? Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich. Um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Bus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meyer und Meyer. Mhm. Und jetzt heißt sie nur Meyer? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam. Und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da, ein Zwerg scheren? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock.
Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Hm, wuff, wuff. Na, was liegt denn da? Eine Predigt eines besorgten Bürgers, was da wohl draufsteht. Ach, da geht's wieder um das ewige Feuer. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Hm. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Holy crap! Augen. Menschlich. Total verwest. Noch mehr Blutflecken. Aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer... jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Ihr kümmert es auch nicht, wenn ich was mitnehme, hä? Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Hier ist nichts. Ja? Ich bin schon im Bilde. Fabian war in der Werkstatt, als der Mörder ihn angegriffen hat. Sie kämpften. Fabian wurde überwältigt. Dann gefoltert. Eine Weile. Die Einzelheiten muss ich nicht wissen. Sie schlagen mir auf den Magen. Als es vorüber war, zog der Mörder Fabian auf den Hof. Er machte aus den Skulpturen einen Scheiterhaufen und setzte sie in Brand. Aber warum? Wozu denn? Um ein Exempel an ihm zu statuieren. Für die ganze Stadt. Ich habe mir deine Statuen angesehen. Und? Lebensecht, findest du nicht? Mhm. Vor allem die Frauen. Meliteles Brüste sind die größten, die ich je gesehen habe. Oh ja, Fabians Werk. Und ich sag noch, Bruder, solche Titten würden jeden Rücken brechen. Schnitz die mal nach. Er meinte aber, sie würden den Absatz steigern und ich solle die Klappe halten. Und das mit dem Absatz kam hin, bis zu einer Tempelmesse. Da sagte Hochwürden, wer Idole vom Anderling Meier kaufe, sündige doppelt. Als Ketzer und als Lüstling. Da war Schluss mit lustig. Gut, wir haben genug geredet. Hier erfahre ich nichts Neues mehr. Pass auf dich auf. Jau. Jetzt nur noch zu der Gasse, in der Priscilla gefunden wurde. Und da mal untersuchen, was es für Hinweise gibt. Ich fühle mich schon ein bisschen wie Sherlock Holmes. Watson, auf hey, geht's. Hexer. Der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Arr. Arr. Was willst du? Pass bloß auf, Graukopf. Na, Schatz. Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit? Der Fußabdruck eines Mannes. Vielleicht ist er das. Ist er das? Das Lackgewicht auf Woher der Ferse. Woher soll ich das wissen? Er hat einen Beobachtet Schritt nach hinten ihn. Gemacht. Wir werden sehen, was er macht. Macht schon, verdammt nochmal. Schlagt ihn. Tötet ihn.
Au! Alter, die machen mich platt! Du wirst es nie lernen. Ich reiß dir die Fresse in Stücke, Mutant! Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben. Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Was hätte er sie erledigt, der Hundesohn? Ich weiß. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen könnten. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispel Lotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Danke. Den Geruch kenne ich. Formaldehyd. Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Menschlich. Von Priscilla? Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Oh, wieder eine Predigt. Immer die gleiche. Über das ewige Feuer. Gut, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zum Leichenbeschauer gehen. Die Leute in dieser Stadt. Schmutzige Völker. Hey, was hast du denn so aus deinem Kabel? Meister Hexer. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut. Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelbuth,
Kennst du sie? Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Mit... Ich muss sie finden. Sofort. Oh oh, Triss Marigold ist in Gefahr. Bis zum nächsten Mal, Hexer. So, jetzt muss ich nur den nächstbesten Punkt zum Reißen wieder suchen. Ach komm, okay. Ich hoffe mal jetzt mal ganz stark, dass es hier rechts sein wird. Gib uns einen Koffer. Eine Freikarte. Pass auf, mir verfault das Obst auf dem Wagen. Ich diene dem ewigen Feuer. So, dann mal ganz schnell zu den Wegelboots. Was willst du? Ich will Patricia Wegelboot sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strolch könnte... Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus! Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Helen Wegelboot. Aber keine Tricks, klar? Oh, fupp. Unsichtbare Tür. Holy crap. Oh, Geralt. Das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Keine Zeit für Erklärungen. Vertrau mir, bitte. Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Ein ideales Feuer für Belletine. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Einer schweren. Wir waren in Novigrad. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Dann hat sie sich eingeschlossen. Wir müssen uns beeilen. Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Ah! Er ist zur anderen Tür raus! Schnapp ihn! Ah! Ausschwärmen! Der Mörder ist noch hier! Da ist er! Auf ihn! Ja, super. Du wirst es nie lernen. Schwarzer Bildschirm. Halt! Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mädchen! Ich bring dich jetzt zur Erbin! Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepfuscht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort!
Mutter. Warum hat er ihr das angetan? Warum? Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte! Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Jetzt kriege ich ihn. Und ich sollte mich beeilen. Nicht durchs Feuer. Meine Güte, so einen Garten hätte ich auch gern. Vor allem, wenn man mal denkt, so als Wache vor so einem Anwesen ständig nur rumstehen, ist ja mal echt langweilig. So, bevor ich allerdings das ist nett gehe, ich komme ja gerade bei Wimmer Grimaldi vorbei oder wie immer der Typ heißt. Sieh an, sieh an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Einfach mal schnell das Geld umtauschen. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. So. Ja, ein bisschen viel Geld bekommen dafür. Ist auch gut so. Es gibt ja mehrere Währungen in der Welt von The Witcher. Florin, Kronen, die aktuelle Währung, also die Novigrader Kronen. Und dann noch Temerische Orens. Ah, ich bin auch wieder Krüppelkati. Ah, verdammte Scheiße. Die süße Nettie, wo ist sie? Oben. Aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Mir auf den Weg, du Idiot. Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Auf ein weißen Wölfchen? Keine Zeit, schöne Nutten zu beobachten. Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich. Wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Erzähl mir zuerst, warum du das machst. Zum Spaß. Es ist befriedigend. Man kann mit Huren viele befriedigende Dinge tun. Überwiegend traditionell. Es ist nicht nötig, sie zu töten, glaub mir. Wer redet denn von töten? Ich könnte nach ein paar Verbrennungen Schluss machen. Dritten Grades vielleicht, aber trotzdem. Diese rosige Haut wird bestimmt besonders knusprig.
spar dir die Lügen. Ich habe deine Opfer gesehen. Ich weiß, wie sie enden. Du hörst nicht auf. Es sei denn, jemand kommt dir in die Quere. So wie ich jetzt. Wovon sprichst du, verdammt? Von Mord. An Fabian Meyer, Patricia Wegelbuth und zahlreichen anderen. Schwachsinn! Du hast dich geirrt, Streuner. Ich habe eine Nachricht bei Patrizias Leiche gefunden. Die hat mich hierher geführt. Zu Krüppel Kati und der süßen Nettie. Wenn du sie nicht hinterlassen hast, wer dann? Weiß ich nicht. Aber ich sehe, dass wir reden müssen. In Ruhe. Wer wusste, dass du hier sein würdest? Ich hänge diese Ausflüge nicht an die große Glocke. Stell dir vor, es gibt nur einen Mann, der... Aber das ist doch nicht möglich. Er fasst doch sogar Leichen mit Samthandschuhen an. Der Leichenbeschauer. Er hat gesagt, du wärst beschäftigt. Dass du nicht in die Leichenhalle kommst. Ich muss ihm nach. Geh, aber zum Lagerhaus 12 bei den Docks. Da ist er um diese Tageszeit Material beschaffen. Vom Aldehyd. Ich bleibe hier. Ich habe mit der süßen Nettie noch eine Rechnung offen. Schließlich habe ich im Voraus bezahlt. Du wirst sie losbinden, deine Börse auf den Tisch legen, verschwinden und niemals zurückkommen. Ja, mach ich. Guter Junge. Arme Nettie. Konnte ich doch nicht zulassen. Ja, beim ersten Mal war ich so extrem wütend auf diese Quest. Da habe ich Nathaniel einfach getötet, ohne nachzudenken. Und gar nicht gewusst, dass es nicht der Mörder ist. Das heißt, ich habe einen Unschuldigen getötet. Auch wenn es ein Arschloch ist, aber er ist unschuldig in Bezug dieser Morde. Es ist der Leichenbeschauer. Ja. Das wird aber noch interessanter. Na, ist das Formaldehyd alle? Ich hab dich unterschätzt. Fast hättest du mich auf frischer Tat erwischt. Dann hast du meinen kleinen Trick mit Nathaniel durchschaut. Aber alles weißt du nicht. Sonst hättest du das Silberschwert gezogen. Wer? Was bist du? Ein Vampir. Ein Höherer natürlich. Hast du einen Grund zum Töten und zum Foltern? Ich dachte, darauf kämst du auch. Die Symbolik ist doch offensichtlich. Kohle für die, die blind für das Feuer sind. Das feuergeborene Ei des Salamanders ersetzt das kalte, ketzerische Herz. Feuer für die Kehle, die... Ja, die Symbolik ist klar. Aber warum tötet ein höherer Vampir im Namen des ewigen Feuers? Das ist doch ebenso offensichtlich. Ich teile die Diagnose der Kirche. Novigrad ist eine gefallene Stadt. Die Bewohner haben die grundlegendsten Konzepte von Moral und Anstand vergessen. Ich erinnere sie daran. Auf eine Art, die zuverlässig wahrgenommen wird. Verdrehte Logik. Und doch Logik. Ich bin froh, dass du wenigstens das siehst. Feuer bekämpft man mit Feuer, heißt es. Denk an meine Opfer. Ein Schnitzer, der sein letztes Geld mit Huren durchbringt. Eine alte Gräfin, die die Symbole des Glaubens entweiht. Eine Bardin, der nichts heilig ist und die alles lächerlich macht. Sie haben nicht verdient zu leben und im Tod konnten sie anderen eine Lehre sein. Sie aufwecken und auf den rechten Pfad zurückscheuchen, den des Feuers, der Reinigung und der Erlösung. Für dich ist es zu spät, fürchte ich. Du bist ein Mann von schwachem Glauben. Das kann ich spüren. Mhm. Aber mit dem Schwert bin ich nicht schlecht. Nicht schlecht? Ja.
Ein Katakan. Oh nein, das ist schlechter. Dabei ist das Schwert doch so schick. Ah nee, das Schwert ist ja potthässlich. Ja. Es wird regnen. Schon gut. Und natürlich wieder ein Level up. Ist das nicht schön? So. Den Punkt verteile ich natürlich auf meinen wunderschönen Wirbel. Und endlich kann ich wirbeln. Oh halt, irgendwas war da noch. Bei Charakter. Und dann... Nein, warte. Genau, das war dieses Menü. Und da war da unten irgendwie... Hier, Inventar. Ah, neue Gegenstände. Interessant. Naja dann.